Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Champions League Halbfinalrückspiel steht an. Real Madrid gegen Juventus Turin in Madrid. Und ja, hier sehen wir das Estadio Bernabéu. Und es ist natürlich gefüllt bis auf den letzten Platz. Und ja, bevor es dann morgen Abend ins echte Halbfinale geht, herzlich willkommen hier schon mal zur Champions League Prognose der IGA für dieses Halbfinale Rückspiel, in dem es bei Real darum geht, mit 2 Toren Unterschied zu gewinnen oder eben ein 1:0 zu schaffen. Bedeutet, sie müssen mit 2 Toren gewinnen, wenn Juve mindestens 1 Tor schießt. Ja, Real Madrid mit einer nicht sehr überraschenden Aufstellung, auch wenn der relativ schwache Gareth Bale wieder dabei ist. Hernandez im Sturmzentrum, Benzema ja nicht dabei. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Juventus-Aufstellung an. Auch da, wir hatten es im Talk besprochen, falls ihr den nicht gesehen habt, den habe ich mal verlinkt in der Beschreibung. Da sehen wir den Pirlo, natürlich den Dreh- und Angelpunkt theoretisch bei Juventus, auch wenn da unsere Talkgäste der Meinung waren, vielleicht macht er das Spiel langsam. Was sie da genau dazu gesagt haben, das könnt ihr euch ja vielleicht nochmal anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, und jetzt warten eigentlich alle nur noch auf den Anpfiff und wir sind natürlich gespannt, wird Juventus zumindest ähnlich offensiv spielen wie im Hinspiel oder wird es da ja eine Veränderung geben? Das wird spannend zu sehen sein. Und ja, wir warten jetzt eigentlich auch nur noch, dass es drauf losgeht. Ein Schwede wird die Partie pfeifen. Ich meine, er heißt Eriksson. Entschuldigung. Ja, werden wir mal sehen, ob man über ihn sprechen muss. Eigentlich ist es ja immer am besten, wenn man den Schiedsrichter gar nicht ansprechen muss. Man kann ihn zwar dann loben, aber wenn man ihn gar nicht anspricht, dann kann man eigentlich sagen, dann hat er nicht viel falsch gemacht. Oder man ist so sauer, dass man darüber nicht sprechen will, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, Juve im Ballbesitz, hat ein bisschen weniger Ballbesitz im Hinspiel als Real, aber das war nicht wirklich spielentscheidend. Generell haben wir auch im Talk besprochen, dass der Ballbesitz ja nicht immer ein Erfolgsgarant ist. Und das gibt's nicht, das ist das 1-0. Da war ich ja noch völlig im, naja, die tasten sich dann erstmal ab, Modus. Und das ist natürlich super für Juventus, die frühe Führung da. Ich glaube, es war Marquisio, ich habe es jetzt gar nicht genau gesehen. Da war ich ja völlig überrascht. Oder? Wer war es? Wir werden es gleich sehen. Es war Marquisio, bin ich mir relativ sicher. Aus der Drehung und da ist wahrscheinlich Casillas noch gar nicht richtig mit dem Kopf im Spiel. Ja, da ärgert er sich auch. Sehen wir, dass er auch, ganz gepflegte Zähne eigentlich hat. Ja, und Marquisio. 5. Minute. Und wenn das natürlich dann morgen Abend passiert, hat natürlich Juve alles, alles in der eigenen Hand. Das würde jetzt bedeuten, Real braucht erstmal 2 Tore, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Und das Wichtige ist für Juve jetzt einfach dieses Auswärtstor. Denn angenommen, Real macht jetzt 2 Tore. Wenn sie dann das 2:2 machen, bräuchte Real wieder nochmal 2 Tore. Also müssten 4:2 gewinnen. Und da die erste strittige Szene, war aber Ball gespielt meiner Meinung nach. Gareth Bale geht da zu Boden im Strafraum. Ja, und bevor ich jetzt das nächste Tor noch verdaddel, dass ich nicht merke, dass es gefährlich wird, konzentrieren wir uns jetzt nochmal aufs Spiel. Und das ist Lichtsteiner, der den Ball an Ronaldo verliert. Und jetzt die Chance für Chicharito, aber der dreht erstmal ab, spielt auf Bale. Der hat jetzt eigentlich Platz, könnte jetzt rausspielen. Nein, spielt in die Mitte zu James Rodriguez. Isco kommt danach gerückt. Isco, der ja angeblich wechseln soll. Hernandez, Ronaldo. Und dann eine Nonsensflanke, muss man an der Stelle wirklich sagen. Und das könnte aber noch Freistoß geben, weil der Schiedsrichter da auch Vorteil entschieden hat. Oder gibt es jetzt einfach nur die gelbe Karte? Ja, die gibt es jetzt. Arturo Vidal, gelbe Karte. Habe ich gestern auch mit Travek nochmal drüber gesprochen, als wir das Battle aufgenommen haben zu diesem Halbfinale bei ihm auf dem Channel, Travek.le, falls ihr Bock habt, da vielleicht auch reinzuschauen. Es gibt ja Leute, denen es vielleicht langweilig hat am Abend, wo die Bayern spielen, die mit 3-0 Rückstand in das andere Halbfinale gehen. Dann könnt ihr euch das ja anschauen, da haben wir auch drüber gesprochen. Arturo Vidal, jemand, der auch sehr schnell mal sich nicht im Griff hat. Da müssen wir jetzt drauf achten mit der gelben Karte, wie das weitergeht.
Juve jetzt wieder im Angriff. Marchisio hat ja das Tor gemacht. Generell eigentlich so der heimlich wichtigste Spieler. Pirlo mal am Ball. Hätte er vielleicht schießen können. Hat ja eine gute Schusstechnik. Pirlo, Marchisio. Ja, jetzt spielen sie da ein bisschen Tiki-Taka, was man eigentlich mehr von Barca oder Spanien früher kannte. Ja, und dann der Ballverlust. Und jetzt natürlich wieder die Chance über die schnellen Stürmer. Chicharito, Isco rückt danach. Da ist Toni Kroos. Da sehe ich rechts. Oh, ach Gott. An die Latte. Das sah gar nicht so gefährlich aus. Marcelo ist danach gerückt, der kritisiert wird für seine Offensive. Und Cristiano Ronaldo kommt zum Kopfball für seinen offensiven Spielstil. Allerdings muss man auch sagen, in so Situationen ist es natürlich Gold wert, einen Marcelo da im Nachrücken zu haben, der diese relativ gefährliche Flanke bringen kann. Ach, dieser Lattentreffer eben, ich habe das wieder gar nicht so gesehen, dass es gefährlich wird. Vielleicht sollte ich mal mein Bildschirm hier, der mir zur Verfügung gestellt wurde, etwas größer machen. Was ist passiert in den ersten 25, beziehungsweise die sind ja gleich rum, die ersten 25 Minuten? Frühes Tor von Juventus, Real eher so im Kontermodus und eigentlich muss man klar sagen, Juventus die Mannschaft mit dem Ballbesitz und auch die, die das Spiel bestimmt. Vielleicht Juve da ein bisschen zu vorsichtig, was die Abschlüsse angeht. Da hätte man in der einen oder anderen Situation mal den Abschluss suchen können und James Rodriguez bekommt gelb. Schon zwei gelbe Karten in den ersten 25 Minuten. Eine auf jeder Seite, Vidal und auch jetzt James Rodriguez. Und Pogba war da nicht so glücklich über das Tackling und sagt, das solltest du lieber nicht mehr machen. Mann, das tut doch weh. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe gar nicht gesehen vorhin, wer eigentlich hier bei uns der Schiedsrichter ist. Jedenfalls hat er da nochmal der Mauer gesagt, genau hier steht ihr. Eine Vierermauer aus der Distanz, das halte ich für ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ja, kurz gespielt, das war eigentlich klar bei einer Vierermauer. Da sind natürlich dann die Anspielstationen auch rund um den Freistoßschützen frei, aber Ball verloren. Schlecht ausgeführt, diesen kurzen Freistoß. Und Chicharito war am Ball. Isco, Bale jetzt mal. Könnte da außen wieder spielen. Das hat er vorhin schon übersehen. Aber in dem Fall bekommt er den Ball. Und dann dieser Versuch da. Ja. Von Cristiano Ronaldo. Man kann es ja mal probieren. Und Vidal hilft ihm da hoch. Ich dachte erst, er beschimpft ihn. Das hätte gefährlich werden können bei der gelben Karte. Aber er hat ihm dann hochgeholfen. Von daher kein Problem. Ja, Gigi Buffon. Bis jetzt hat er einmal den Ball an die Latte geguckt. Mehr hat er noch nicht gemacht heute. Da gehen ja einige von aus, dass das anders sein wird morgen Abend. Aber da dürfen wir alle gespannt sein. Die Prognose lag ja leider beim letzten Spiel falsch. Das erste Mal. Wir haben jetzt die vierte Prognose. Zweimal lag sie vom Ergebnis her, also vom absoluten Ergebnis her richtig. Und Javi Hernández ist hier am Ball und er spielt durch auf James Rodriguez. Und das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Da war das kurze Eck logischerweise offen. Da muss Buffon raus, aber streckt er das Bein noch raus? Also ist nicht mal klar, ob der Ball da überhaupt aufs Tor gekommen wäre, wenn er aufs Tor zumindest mal gezielt und das auch theoretisch getroffen hätte. So, Lichtsteiner, der auch sehr unauffällig eigentlich ist, aber einen super Job macht und sich seit Jahren dabei Juventus zu halten, das wurde ja auch im Talk gesagt von, ich glaube, Klubi war es, das ist schon überragend. Ja, James Rodriguez, Toni Kroos, und Arbeloa, Rodriguez, wieder der Außenverteidiger mit der Nummer 17. Jetzt hat er allerdings keine Anspielstation. Jetzt muss er den Ball quer nochmal legen. Da kommt Marcelo schon wieder an. Und der setzt Bale ein. Der hat da die Seite gewechselt für diese Situation. Nochmal die Flanke, aber die war jetzt wirklich schlecht. Da kommt Cristiano Ronaldo nicht mehr dran. Ja, und Isco. Der hat eine gute Schussquote. Aber ich glaube, er würde sich lieber wünschen, er hätte eine scheiß Schussquote. Er hätte schon 8 Schüsse und hätte aber ein Tor erzielt. Ja. Ich weiß nicht, was man uns mit dieser Einblendung jetzt sagen wollte. Vielleicht, dass er immer, wenn er schießt, auch das Tor trifft. Bei einem Schuss natürlich sehr aussagekräftig. Uiuiui, da war Bonucci etwas in Bedrängnis und spielt den Ball dann ins Aus. Sowas ist natürlich immer ärgerlich. Solche Ballverluste einfach nur, ja, heraus aus der Trägheit. Marcelo da schon wieder so weit vorne und Buffon, jetzt muss er das erste Mal richtig eingreifen. Gute Parade da vom Schlussmann.
der ja, man hatte den Eindruck, in den letzten Jahren etwas fehleranfälliger geworden ist, sich aber in dieser Champions League-Saison eigentlich wieder gut präsentiert. Rodriguez, Isco, und da blockt, glaube ich, der eigene Mann, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, da haben wir Buffon. Alter 36, Parade eine. Natürlich nicht in seiner gesamten Karriere, sondern in diesem Spiel. Und dieses Spiel ist jetzt gleich schon in der Halbzeit und spätestens jetzt sollte Real Madrid mal langsam ein bisschen nervös werden, denn dieses Ergebnis ist natürlich eine Katastrophe als Halbzeitergebnis für Real Madrid, vor allem zu Hause, die Fans bestimmt schon unruhig, Tevez, und sie machen irgendwie auch keine Anstalten, da mal ein Offensivfeuerwerk abzubrennen. Sie waren jetzt zwar in der Offensive, aber da war eigentlich, ja, da ist wenig draus gemacht worden dafür, dass sie jetzt eigentlich sehr am Drücken waren. Und immer wenn Juve dann vorm Tor steht, meiner Meinung nach Juve da etwas zu zögerlich mit den Abschlüssen. So, Tevez, das war wichtig jetzt für Juventus, dass da der James Rodriguez eben nicht mehr an den Ball gekommen ist. Das hätte nämlich sonst einen bösen Konter geben können. Aber die ganze Mannschaft in der Vorwärtsbewegung gerade. Und der Ball jetzt bei Tevez wieder, Pirlo und Marquisio, der hat heute schon ein Tor geschossen, Pogba vielleicht, Schussposition wieder nicht da und jetzt flankt er und das wird relativ easy geklärt. Und das war die erste Halbzeit und man muss ganz klar sagen, wer hier Juve-Fan ist, der kann damit höchst zufrieden sein. Wie gesagt, Real bräuchte bei diesem Halbstand jetzt zwei Tore in der zweiten Halbzeit, um das Ding noch unentschieden zu machen. Insgesamt. Und drei, um zu gewinnen. Und macht Juve das zweite, dann wird es ganz schwer. Dann muss Real hier 4-2 gewinnen. Also alles nicht einfach für die Madrilenen. Und Arturo Vidal. Ja. Gelbe Karte. Bin gespannt, wann der Trainer ihn vielleicht dann runternimmt. Vor allem, wenn es jetzt lange bei einem 1-0 bleibt. Ja, also dieses Tor, ich glaube, da waren wir alle von überrascht, inklusive wahrscheinlich Marquisio selbst. Einfach mal aus der Drehung draufgehalten und man sieht's, Juve mit viel mehr Ballbesitz, also mit viel mehr, gut 54-46, aber trotzdem kann man sagen, viel mehr, weil im Vergleich im letzten Spiel war das deutlich knapper zugunsten allerdings von Real. Da hatte nämlich Real 52% Ballbesitz insgesamt und Juve 48, aber da auch da hat man sieht man das Hinspiel ja in Turin, da Turin mit weniger Ballbesitz, bei uns jetzt hier auswärts mit mehr Ballbesitz, das ist eigentlich sehr überraschend, aber gut. Mal schauen, Pirlo, oh, schön gemacht, Marquisio, Morata, ja, und dann kommt er nochmal an den Ball, aber das war nicht so sehr sein Verdienst, das war einfach Glück, dass da der Realspieler nicht gut geklärt hat, beziehungsweise eigentlich gar nicht geklärt hat. Benzema ist jetzt im Spiel. Rodriguez. Ja, der bringt da ein bisschen Belebung rein, der Benzema bietet sich da immer wieder als Anspielstation an. Ronaldo. Abeloa war da gerade. Rodriguez. Ja, also es ist nicht viel Zwingendes dabei bei den Angriffen von Real, aber jetzt mal abwarten. Wenn hier das 1-1 fällt, dann ist hier wieder ein ganz anderer Zug drin. Bale, da steht der Marcelo völlig blank. Ja, und dann macht er das und jetzt haben wir nämlich genau das Problem für Real. Jetzt haben wir eine Dreierkette hinten, weil Marcelo da noch nicht hinten ist. Es muss Bale nämlich zurück. Wird jetzt wieder von Marcelo da überlaufen und jetzt ist Marcelo wieder da. Also ja, man sieht einfach, das sorgt schon für Probleme, wenn Marcelo dann bei den Angriffen vorne ist und dann ein Ballverlust kommt. Tevez und da hält der Marquisio schon wieder drauf, also der hat heute eine Mission vor sich. Ja, Isco muss jetzt raus und auch Morata und es kommt Llorente. Ja. Isco, der ja auch wechseln soll nach dieser Saison. Beziehungsweise
den ich bei Real bleiben soll. Bin ich mal gespannt. Und Ilaramendi ist jetzt im Spiel. Schwieriger Name, wenn man den so liest. Kopfballversuch da, aber der war echt ungefährlich. Ich glaube, das war. Nee, war das Pirlo, der da einen Kopfball, also zum Kopfball gekommen ist? Ich weiß es gar nicht. Oder Marquise, auf jeden Fall zwei Spieler, die jetzt nicht gerade für ihre Kopfbälle bekannt sind. Ronaldo, der kann auch mal köpfen. Benzema. Ja, jetzt lässt er sich mal auf den Flügel raustragen. Es gibt Ronaldo natürlich die Möglichkeit, in die Mitte zu gehen. Cristiano Ronaldo, was macht er? Was macht er? Was macht er? Ja, nichts. Relativ einfacher Ballverlust. Tevez. Ja, macht das gut, hält den Ball. Vidal, jetzt ist ganz viel Platz für Pogba. Pogba, was macht er? Was macht er? Er macht nicht das 2:0. Da hat er den Ball sich so schön rübergelegt auf die rechte Pranke. Und dann, ja gut, das war dann doch, also, naja, es war kein schlechter Versuch. Aber leider halt kein Tor. Und jetzt muss tatsächlich Andrea Pirlo runter? Ja, tatsächlich. Okay, das sollte ja laut der Theorie meinen Mittalkern im IGA Talk das Spiel der Turiner jetzt ja, verschnellern, beziehungsweise schneller machen. Aber ist natürlich schon erstaunlich. Pereira ist jetzt im Spiel für Pirlo in der 64. Minute. Und ja, mal sehen, was es bringt. Könnte das Spiel natürlich echt variabler machen. Wenn dieser Magnet, Ballmagnet Pirlo da weg ist. Ja, und jetzt muss Toni Kroos runter. Lucas Silva kommt in die Partie. Bin mal gespannt, ob denn jetzt noch der Sturmlauf von Real kommt. Oder ob wir da nichts mehr sehen. Bisher jedenfalls muss man klar sagen, Juventus hätte schon den Sieg hier verdient im Moment. Lorente. Oh, gutes Tackling da. Hart, aber gut. Pogba. Pereira. Und jetzt Marquisio. Ja, da wollte er wieder in die Mitte ziehen. Vidal kriegt nochmal den Ball Marquisio. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Ja. Der findet den Lichtsteiner tatsächlich. Ist ja unglaublich, dass der ankommt. Und das wäre doch die Chance gewesen zum 2:0. Aber Casillas dazwischen. Rennt da mit und Gegenspieler um. Jetzt wieder Benzema. Hat er wirklich Belebung reingebracht, muss man sagen. Ilaramendi und Gareth Bale. Was macht er? Wie zu James Rodriguez. Bale. Und Benzema mit dem Kopfball, der war wirklich nicht gut. Hätte man vielleicht auf den Außenspieler spielen können. Ist das wieder Marcelo? Nee, das müsste sein Gegenpart sein, der da sich auch geärgert hat, dass er nicht angespielt wurde. Und jetzt im Gegenzug Marquisio. Auf dem Flügel mal. Ja, Pepe. Robust. Und geklärt. Bale, Flügelwechsel. Auf Pereira. Sehr variabel jetzt das Realsystem. Bale auch häufig in der Mitte zu finden, genauso wie Cristiano Ronaldo, da ist er wieder. Jetzt zieht er mal nach außen. Ja, was will er da machen? Vielleicht eine Flanke auf Benzema, da kommt er nicht zu. Ramos rückt jetzt sogar schon mit vor bei Angriffen, also die wollen hier definitiv noch den Ausgleich. Ramos jetzt sogar im Strafraum, aber an der falschen Position, aber da vielleicht die Kopfballchance. Benzema leitet den Ball dann nochmal weiter. Marcelo, ja, was macht er denn? Der geht doch hin, Junge. Flanke, oh, der kommt nochmal gefährlich und das ist der Ausgleich. Und jetzt ist hier nochmal richtig Würze drin. 1:1 durch und es ist unglaublich. Den aufgerückten Ramos. Ja, der steht genau da, wo ein guter Stürmer stehen muss. Also besser hätte sich da der Ronaldo, und zwar nicht der, der ihn da gerade umarmt, sondern der brasilianische Ronaldo nicht ja, platzieren können in seiner besten Zeit. Und ja, Ramos macht da das Tor. Unglaublich, 1:1 und jetzt vielleicht nochmal zittern für Juventus. Jetzt muss Real natürlich noch mehr, oder sagen wir es mal so, jetzt müssen sie natürlich, wo sie den Ausgleich gemacht haben, auch noch dieses 2:1 machen. Mal sehen, ob es gelingt. Oder ob sie sich vielleicht ja,
noch das 1:2 fangen. Das würde natürlich dann, denke ich, bei der späten Stunde hier in dem Spiel natürlich dann alle Träume von Real endgültig besiegeln. Ich persönlich habe ja auch gesagt, ich glaube, dass Juventus weiterkommt. Ich hoffe auch, dass Juventus weiterkommt. Ich finde irgendwie, die haben es verdient. Spielen eine tolle Saison, sowohl in Italien als auch hier. Und haben das Hinspiel ja auch sehr gut gespielt. Aber jetzt kommt Real nochmal über Bale, Rodriguez und Tevez am Ball wieder. Jetzt wieder der Konter. Llorente. Und Ramos. Ist wieder hinten gefragt. Bosema. Ja, der rückt da immer raus aus seinem Sturmzentrum, um sich anzubieten. Ja, und der Pass von Cristiano Ronaldo, der war wirklich etwas optimistisch. Aber Lichtsteiner, der ist da nervös und spielt den Ball ins Aus. Bosema stößt da fast mit dem übereifrigen Kameramann zusammen, der ihm da im Weg rumrennt. Bosema, Marcelo, der wieder aufrückt. Bosema, aber jetzt steht er da halt auf dem Flügel. Was will er da? Er muss schleunigst in die Mitte. Das macht er jetzt auch. Ball kommt zu Cristiano Ronaldo. Vielleicht nochmal die Chance. Silva. Rodriguez. Und da muss Buffon eingreifen. Und ja, also jetzt, wenn sie jetzt das 2-1 noch machen, nach dieser Ecke vielleicht, dann ist aber wieder alles offen. Dann gibt es Verlängerung. Aber ich glaube, Verlängerung, ich meine, es wäre toll, jetzt noch das zu schaffen, aber selbst das wird dann schwierig, weil wenn Juventus dann 1 macht, gilt ja immer noch die Auswärtstorregel. Aber die Ecke, die ist überhaupt nichts, die wird geklärt, aber der kommt nochmal zu Marcelo, der legt ab, nochmal Marcelo, da waren jetzt die beiden Außenverteidiger am Ball, die sich da nicht getraut haben zu schießen. Nochmal die Flanke, Cristiano Ronaldo, was macht er? Spitzer Winkel, kann eigentlich nicht schießen, spielt raus, James Rodriguez, das ist Silva nochmal, die trauen sie alle nicht zu schießen, Bale. Was machen sie da jetzt? Bonsema und nochmal der Schuss und Außenpfosten. Ja, gibt's denn das? Ja, gibt's denn das? Riesenmöglichkeit nochmal für Real Madrid. Und dann trifft er da den Außenpfosten. Mann, ist das ärgerlich. Das wäre die Verlängerung gewesen. Und so, Buffon stürzt kurz ab. Jetzt müssen sie den Ball da rausspielen. Und es ist vorbei. Und das ist sowas von ärgerlich jetzt für Real Madrid. Insgesamt muss man sagen, aber durchaus okay, dieses Unentschieden. Und wenn es so ausgeht, wäre natürlich Juventus weiter. Das werden wir abwarten müssen bis morgen Abend. Ihr wisst schon mal jetzt, wie es ausgeht, theoretisch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim echten Spiel. Und sage Tschüss und bis bald.